Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, ich glaube, das sind die meisten unter Ihnen, liebe Eltern, liebe Lehrer. Mein Name ist Olaf Kunig, ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Das ist meistens nicht die Facharztrichtung, die die meisten von Ihnen, wenn Sie an den Arztberuf denken, wählen wollen werden. Aber ich werde Ihnen gleich nochmal zeigen, dass es viel mehr davon gibt als nur mich. Ungefähr 8.000 bis 9.000 in Deutschland. Einer steht vor Ihnen und vielleicht denken Sie hinterher, so schlimm sind die ja gar nicht. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, auch im Namen der Medizinischen Fakultät, zu diesem Vortrag. Und ich werde ein bisschen was sagen über den Zugangsweg zum Medizinstudium, aber auch allgemeine Dinge über den Arztberuf und hinterher vielleicht einen Ausblick, wo es hingehen kann für den Fall, dass Sie sich für Medizin entscheiden, einen Studienplatz bekommen und dann auch noch eine Facharztweiterbildung anstreben. Als ich in Ihrem Alter war, habe ich mir eigentlich über den Arzt gar nicht so viele Gedanken gemacht. Und erst im höheren Alter, ich sage jetzt mit Mitte 30, habe ich mich zum ersten Mal gefragt, was ist eigentlich ein guter Arzt? Und ich muss sagen, ich habe diese Frage in Ihrem Alter ganz anders beantwortet als in meinem Alter. Als ich in Ihrem Alter war, brauchte ein guter Arzt jemand, wo ich hingehen konnte, wenn ich vielleicht eine Erkältung hatte, eine Krankschreibung für die Schule brauchte oder an einer Klausur nicht teilnehmen wollte. Und wenn man ein bisschen älter wird, hat man andere Fragen, auch andere Probleme. Und wenn man dann noch ein bisschen älter ist, vielleicht im Alter der Großeltern, verändert sich das nochmal. Und ich kann Ihnen vergewissern, je älter Sie werden, desto wichtiger wird die Pharmakologie. Weil in der Regel ältere Patienten mehr Medikamente bekommen als junge Patienten. Ich glaube, wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer von Ihnen eigentlich schon Medikamente nimmt, wären das wahrscheinlich nicht viele. Und wenn Sie an die 30- bis 40-Jährigen fragen und dann die 60- bis 70-Jährigen, dann merken Sie, dass das eine relativ steile Gerade ist. Das kann man wahrscheinlich auch berechnen, wie steil das dann ist. Aber es steigt mit zunehmendem Alter. Auch die Frage, was eigentlich gesund heißt und was behandlungsbedürftig ist. Ich habe Ihnen einmal die Definition von der WHO mitgebracht zur Gesundheit. Und die sagt, Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht bloß die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen. Und ich glaube, bei dieser Definition, wenn man das fragen würde, würden schon die meisten sagen, ich weiß gar nicht, ob ich noch so 100%ig gesund bin oder nur 95%. Die Frage ist immer, wenn man sich nicht ganz gesund fühlt, ab wann denn auch etwas behandlungsbedürftig ist. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist das Gefühl, das andere ist die Behandlungsbedürftigkeit. Und das wäre das Erste, wo Sie als Arzt lernen müssen, zu unterscheiden. Und ganz oft haben Patienten den Wunsch, wenn sie zu Ihnen kommen, dass sie irgendwie auch behandelt werden wollen. Also die Zufriedenheit steigt, wenn sie auch Medikamente verschreiben. Aber meistens ist das gar nicht unbedingt notwendig. Und ganz viele Patienten, die Schmerzen haben, wollen eine Spritze haben. Gerade Rückenpatienten. Und wenn die dann keine Spritze bekommen, man eher Physiotherapie empfiehlt, dann ist meistens der Arzt nicht so gut und vielleicht wird sogar noch gesagt, der kann ja gar nicht spritzen. Gut, wenn man den Arzt noch einmal sozusagen da, wo die Übersetzung herkommt, aus dem Griechischen sich anschaut, was die Übersetzung alles bedeutet. Ich habe heute noch mit meinem griechischen Kollegen gesprochen, er hat das nochmal bestätigt. Das ist sowohl die Vorbeugung als auch die Erkennung und die Behandlung und die Nachsorge. Das heißt, das ist ein ganz breites Spektrum. Eigentlich bevor die Patienten zu Ihnen kommen, dass sie eine Verantwortung für die Gesamtgesellschaft übernehmen, dass die Gesellschaft auch gesund bleibt. Dann, wenn jemand krank ist oder Sie den Verdacht haben, dass Sie eine entsprechende Diagnose stellen können, eine Therapie einleiten und dann auch die weitere Genesung begleiten können. Was meinen Sie, wie viele 1.000 Ärzte wir in Deutschland haben? Sie können gerne einfach mal eine Zahl reinrufen. 8.000, ja, das sind die Psychiater alleine. Das sind ungefähr 470.000. Das ist die Gesamtzahl der Ärztinnen und Ärzte. Da sind nicht alle von berufstätig, das sind ungefähr 360.000. Und dann teilt sie das auf. Ich zeige Ihnen dieses Bild, weil ich Ihnen einmal zeigen möchte, wie viel arbeiten davon hinterher im ambulanten Bereich und wie viel im stationären Bereich. Also ambulant sind es ungefähr 145.000, stationär 180.000. Das heißt, der größere Teil arbeitet im stationären Bereich. Ich habe Ihnen jetzt nochmal zwei Pyramiden mitgebracht, das sind umgekehrte Alterspyramiden. Hier sehen Sie einmal nochmal die Summe der berufstätigen Ärzte, aufgeteilt nach Fachgebieten. Und dann für jeweils 2013 und 2010, links 2010, rechts 2013. Und das Erste, was Sie wahrscheinlich mit Ihrem geschulten Blick feststellen werden, es sind mehr geworden. Da kann man sich ja fragen, sind jetzt die Patienten auch mehr geworden oder sind die Patienten gleich viele geworden oder geblieben? Und in der Regel ist es so, dass irgendwann Arbeitszeitgesetze gegriffen haben. Und auch zu meiner Zeit, da war es normal, dass man ungefähr 8 bis 9 Dienste gemacht hat. Das waren dann 24-Stunden-Dienste. Dann können Sie sich ausrechnen, wie viel Zeit Sie zu Hause verbracht haben. Und irgendwann haben dann die angehenden Ärzte und Ärztinnen gesagt, sie wollen das nicht mehr. Und dann wird die Höchstarbeitszeit auf 48 Stunden pro Woche festgelegt. Jetzt können Sie mal überlegen, wie viele Stunden Ihre Eltern arbeiten. Also wenn Sie Ärzte sind, vielleicht auch 48. Aber wenn Sie nicht Ärzte sind, dann vielleicht auch weniger. Das variiert ja in der Regel zwischen 35 und dann Selbstständige, da ist ja nach oben kein Ende.
Aber bei Ärzten ist die maximale Arbeitszeit auf 48 Stunden festgelegt. Und in dem Rahmen war der Bedarf auch höher der Gesellschaft an Ärzten, die im Gesundheitssystem tätig sind. Wenn Sie sich jetzt einmal die einzelnen Fachgebiete anschauen, sind die operativen Fächer, die am meisten vertreten sind. Und das geht dann immer weiter runter. Wenn man sich hier mal anschaut, die Neurologen, also eine sehr artverwandte Gruppe zu den Psychiatern, davon gibt es noch ungefähr 6.000. Und die Dermatologen sind dann nur noch 5.500. Und trotzdem sind wir in Deutschland ein Land, was extrem gut versorgt ist, was niedergelassene Ärzte und Ärzte angeht. Gut, hier vielleicht nochmal die Lösung aus dem Deutschen Ärzteblatt. Das waren zumindest die Thesen, die da aufgestellt wurden zum guten Arzt, dass es relativ leicht sei, Arzt zu werden. Dazu komme ich gleich noch. Es ist gar nicht so leicht, einen Studienplatz zu bekommen. Aber wenn man einmal im System ist, fallen die wenigsten raus. Also wir haben Absolventenquoten von über 90%. Das heißt, die drin sind, werden auch irgendwann ihren Abschluss machen. Aber das Zweite schon, es ist nicht leicht zu bestimmen, was einen guten Arzt ausmacht. Es ist nicht nur Wissen und Können, sondern auch die Haltung. Und die Haltung eines Arztes, die erfahren Sie eigentlich erst im längeren Kontakt zu einem Arzt. Das mag bei einem Herzchirurgen, der Sie operiert, nicht so wichtig sein. Da sind Sie narkotisiert und dann werden Sie operiert. Und am Ende ist nur wichtig, dass hinterher das Herz wieder so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben. Aber ich glaube, schon bei Ihrem Allgemeinmediziner wird die Haltung eine ganz andere Rolle spielen. Gut, und ich glaube, die Reflexion von Ärzten, welche Tätigkeit sie eigentlich wahrnehmen, warum sie das wahrnehmen, wie sie das im Kontakt zu den Patienten wahrnehmen, das ist auch etwas, was mittlerweile Bestandteil der Ausbildung ist. Wir haben das adaptiert auf unsere Studierenden, aber wir gehen mittlerweile viel mehr mit ihnen ins Gespräch mit der Frage, wo wollen sie sich eigentlich hinentwickeln und was brauchen sie dazu? Und etwas, was wir früher viel weniger gefördert haben, das ist die ärztliche Haltung. Und jetzt kann man fragen, warum machen Sie das? Also vielleicht gibt es mehr Defizite in der jungen Generation, das weiß ich nicht. Oder die konkrete Vorstellung unserer Fakultät ist nochmal geschärft worden, was wir eigentlich gerne für ein Absolventenprofil hätten. Gut, für diejenigen, die sagen, sie haben irgendwann angefangen, bekommen einen Platz, ist ja immer die Frage, wie sind denn die Zukunftsperspektiven? Und Sie sehen schon, die sind rosig. Also das heißt, wenn Sie, ich zeige Ihnen gleich auch noch, warum die rosig sind, wenn Sie Absolvent sind und das, die Approbation in der Tasche haben, dann sind Sie eigentlich nur arbeitslos, wenn Sie es wollen. Also die Arbeitslosigkeit ist unter 2%, davon spricht man in Deutschland von Vollbeschäftigung. Und wenn Sie dann noch wissen, was Sie grob verdienen würden, jetzt weiß ich nicht, ob Sie wissen, was Ihre Eltern verdienen, Sie können das ja mal abgleichen, sind die Einstiegsgehälter schon so, dass man davon auch in Hamburg leben kann. Und das sind jetzt die durchschnittlichen Oberarztgehälter, das ist aber schon mit allen, die auch übertariflich bezahlt werden. Also normalerweise endet das ungefähr bei 92.000, 93.000. Zu dem Zeitpunkt, als ich damals in Göttingen angefangen habe, Medizin zu studieren, da stand der Dekan vor uns und seine Empfehlung war, wir mögen doch möglichst uns etwas anderes aussuchen, aber nicht Medizin studieren, weil wir alle arbeitslos werden würden. Jetzt stehe ich heute vor Ihnen, 2014, ich sage, wenn Sie Medizin studieren, werden Sie vermutlich nicht arbeitslos werden. Der Dekan damals hat nicht recht gehabt, also wir haben alle Arbeit gefunden und es war eher ein Ärztemangel, keine Ärzteschwemme. Ich hoffe, dass ich recht haben werde und dass, wenn Sie diesen Beruf ergreifen, dass Sie hinterher auch keine Schwierigkeit haben, dann tätig zu sein. Wenn nicht in Deutschland, dann mit Sicherheit im Ausland. Die Frage ist aber, wie bekommen Sie überhaupt erstmal einen Studienplatz? Die erste Voraussetzung ist, Sie gehen zur Schule, Sie machen in der Regel Abitur, das ist noch nicht zwingend erforderlich, oder Sie haben eine doppelte Staatsbürgerschaft vielleicht und haben noch einen zweiten Pass in der Tasche. Auch da gibt es bestimmte Möglichkeiten, wo vielleicht die Einstiegstore etwas anders sind als für den oder die deutsche Studentin, die nur eine einfache Staatsbürgerschaft hat und dann hier zur Schule gegangen ist und ein sehr gutes Abitur gemacht hat. Alle bewerben sich aber bei hochschulstaat.de und dann gibt es bestimmte Gruppen, wie Studierende ohne Abitur, die sich dann an der Universität speziell bewerben. Hier sehen Sie einmal die, jetzt muss ich mal selber schauen, das ist etwas undeutlich, praktisch die Studienplätze. All diese Informationen finden Sie auf der Seite hochschulstaat.de und dann sind alle Universitäten aufgelistet, wie viele Studienplätze die im Winter- und im Sommersemester anbieten. In der Regel sind das im Wintersemester mehr Studienplätze als im Sommersemester. Hier in Hamburg nehmen wir ungefähr 375 Studierende der Humanmedizin auf und ungefähr 60 bis 70 Studierende der Zahnmedizin, einmal jährlich im Rahmen einer Jahreszulassung. Die Frage ist ja, wie viele Konkurrenten sind da? Also wenn man jetzt hier durchzählen würde, wäre es ungefähr jeder Fünfte, wird einen Studienplatz bekommen. Das heißt, es gibt wesentlich mehr Bewerber, das hat sich noch ein klein bisschen verschärft, das sind jetzt Daten aus 2012, 2013. Es gibt wesentlich mehr Bewerber als Studienplätze, aber das soll Sie nicht abschrecken. Hier sehen Sie einmal die Durchschnittsnote, das finde ich insgesamt schon etwas ernüchternd für die jeweiligen Bundesländer.
Und wenn Sie es von hinten lesen können, eigentlich steht da überall 1-0, 1-0, 1-0, 1-1, 1-0, 1-0 und dann Schleswig-Holstein 1-2. Ja, und jetzt mal Hand aufs Herz, wer ist sozusagen über 1-0? Über 1-0. Gut, ich frage jetzt nicht. Ich finde, das sind extrem gute Noten. Wenn ich zurückblicke, ich habe 1989 Abitur gemacht. Wir hatten, glaube ich, eine Kandidatin dabei, die hatte ein Abitur von 1,3. Das war damals die Jahrgangsbeste. Dann kam erstmal nichts mehr, dann ging es bei 1,7 weiter. Und danach sozusagen kamen dann die normalen Noten. Das hat sich insgesamt verändert. Also die Durchschnittsnoten sind viel besser geworden. Vielleicht sind Sie auch schlauer geworden, das kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall müssen Sie ein besseres Abitur machen, als wir das noch damals machen mussten. Gut, hier sehen Sie dann einmal die andere Möglichkeit, wie man auch in das Medizinstudio kommen kann, über Wartezeit. Das heißt also, wenn Sie vorher etwas anderes gemacht haben, eine Ausbildung, dann noch gearbeitet haben, dann hätten Sie die Möglichkeit, in dem Jahrgang, ich glaube bei einer Abiturnote von 2,5, dass Sie dann nach 12 Semestern, das sind 6 Jahre, auch einen Studienplatz der Medizin bekommen hätten. Jetzt kann man sagen, das Warten lohnt sich nicht, aber wenn Sie mal durchrechnen, wie lange Sie noch arbeiten müssen, finde ich, da kann man auch schon mal ein paar Jahre warten. Und es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten, zu einem Studienplatz zu kommen, nicht nur an den staatlichen Universitäten. Die Frage ist ja, wo können Sie überhaupt überall Medizin studieren? Ich habe Ihnen hier meine Deutschlandkarte mitgebracht und die ganzen Standorte eingetragen. Und hier ganz oben ist es natürlich am schönsten. Das ist bei uns in Hamburg. Das ist ja auch die Stadt mit der höchsten Lebensqualität. Aber die meisten Studienplätze, die sind eigentlich eher hier sozusagen im Ruhrgebiet, Rhein-Main-Schiene oder in der Nähe von Frankfurt. Und dann ist hier natürlich auch noch in Süddeutschland ein großer Anteil. Gut, das sind insgesamt 36 Universitäten. Ich weiß nicht, ob Witten-Herdecke auch aufgeführt ist. Ja, ist es. Also sozusagen, das ist eine Privatuniversität, wo man sich anders bewerben kann, wo die Abiturnote nicht primär ausschlaggebend ist. Das heißt also, es gibt ganz viele staatliche Universitäten, die über hochschulstaat.de verteilt werden. Dann gibt es ein paar andere, wo andere Aufnahmekriterien wichtig sind. Gut, angenommen, Sie entscheiden sich für Hamburg, weil Sie hier groß geworden sind, weil Sie hier weiter leben wollen würden, was ich auf der einen Seite gut verstehen kann, aber es ist auch eine unglaublich gute Erfahrung, mal da gelebt zu haben, wo die Eltern nicht wohnen. Also ich kann Ihnen das sozusagen auch empfehlen, vielleicht ein bisschen weiter weg zu gehen, weil man ganz andere Persönlichkeitsentwicklungen durchmachen kann, als wenn man noch zu Hause wohnen bleiben muss. Aber unabhängig davon würde ich natürlich sagen, Hamburg ist der beste Studienort, unter anderem, weil wir das beste Curriculum haben. Theoretisch können Sie auch woanders Medizin studieren, praktisch aber am besten bei uns. Das muss ich gestehen, haben wir uns nicht ganz alleine ausgedacht. Da war eine Werbeagentur beteiligt, die Herr Professor Guse, unser Prodekan für Lehre, damals mit beauftragt hat. Und ich glaube, Sie haben das aber ganz gut zusammengefasst. Wir haben eine gute Mischung zwischen Theorie und Praxis. Und im Rahmen des Modellstudiengangs, den wir jetzt seit 12/13 durchführen, seit dem Wintersemester, eine Vernetzung zwischen Vorklinik und Klinik. Und was das bedeutet, das würde ich Ihnen gleich noch einmal sagen. Die Informationen, die Sie hier sehen, finden Sie auch alle bei uns im Internet. Das ist ganz nett aufgebaut. Es gibt also Informationen zum Pflichtcurriculum. Dann gibt es Informationen zu dem Wahlbereich. Und je nachdem, wenn Sie dann draufklicken, öffnet sich eine weitere Seite mit weiteren Unterfenstern. Und da können Sie sich eigentlich sehr gut informieren, was im Rahmen des Medizinstudiums in Hamburg auf Sie zukommen würde. Bevor Sie aber zu uns kommen, müssten Sie einen Aufnahmetest machen. Und zwar müssten Sie als erste Ortspräferenz bei Hochschulstart als Wunsch Hamburg angeben. Wenn Sie das nicht machen, würden Sie keinen Schritt weiterkommen, weil Sie gar nicht erst eingeladen werden würden. Mit anderen Worten, erste Voraussetzung, erst Wunsch Hamburg. Und dann würden Sie in Abhängigkeit von Ihrer Abiturnote zu einem naturwissenschaftlichen Test eingeladen werden. Das Bewerbungsverfahren am UKE gliedert sich in zwei Bereiche. Das eine ist der sogenannte HAMNAT, der naturwissenschaftliche Test. Und wenn Sie gut gewesen sind, aber noch nicht gut genug, dann dürften Sie unter Umständen Anschluss am HAMINT, das ist das Interviewverfahren, teilnehmen. Und ich habe Ihnen jetzt mal eine typische Frage aus dem HAMNAT mitgebracht, die zeige ich Ihnen danach. Das ist ein freiwilliger Selbsttest, den können Sie auch im Internet machen. Das heißt, es sind Dreisatzaufgaben, Biologie, Chemieaufgaben, 52 Fragen, 80 Minuten Zeit, Multiple-Choice-Aufgaben und immer einfach Auswahlaufgaben. Das heißt, nur eine Antwort ist richtig und nach der wird gefragt. Das ist alles Stoff, den Sie normalerweise im Rahmen der gymnasialen Oberstufe hätten erlernt haben sollen oder zumindest dann bis zum Abitur erlernen sollten. Und eine einfache Frage, ich habe jetzt bewusst eine einfache Frage Ihnen mitgebracht, das wäre diese. Okay, wer ist für A, mal so Handzeichen? Keiner ist für A. Wer wäre für B?
Auch keiner? C? Ja, Sie sehen es wahrscheinlich nicht so gut da oben. Ja, von C. Wer wäre für D? Ja, so ein bisschen, ne, geraten. Und wer wäre für E? Ah, die Mehrheit. Also ich würde mich jetzt wahrscheinlich eher der Mehrheit anschließen. Das ist meistens richtig. Diesen Dreisatz brauchen Sie wirklich. Das ist relevant. Andere Aufgaben sind sehr speziell, aber zumindest so, dass man sagen kann, man hat es in der Schule auch gelernt. Und ich würde Ihnen einfach empfehlen, bevor Sie an dem Test teilnehmen, machen Sie einmal den Selbsttest und machen Sie sich mit dem vertraut, was Sie da können sollten. Für den Fall, dass Sie jetzt nicht zu den Besten gehören und darüber keinen Studienplatz bekommen, 60% suchen wir am UKE selbst aus, würden Sie dann eingeladen werden zu dem sogenannten Interviewtest. Und eine typische Aufgabe wäre, dass Sie zum Beispiel dem Interviewer, da sitzt man sich gegenüber, gleich, Ihre Vorstellungen und Fähigkeiten, Eigenschaften sozusagen benennen sollten, die ein Arzt benötigt. Und dann bekommen Sie Gegenargumente und dann sollten Sie bei Ihrer Meinung vermutlich bleiben und begründen, warum Sie das glauben, dass das wichtig ist. Und das, was wir da testen, das sind psychosoziale Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wir haben auch andere Aufgaben, zum Beispiel, dass jemand aus bestimmten Gründen nicht auf der Klassenfahrt mitfahren möchte und Sie dann versuchen sollen, ihn zu überzeugen, dass er dann doch eigentlich mitfahren sollte. Das klingt erstmal trivial. Also wir hatten jetzt vor kurzem auch mal eine Station, die wir getestet haben, da ging es um ein Kündigungsgespräch. Das hat jetzt mit Ihnen erstmal relativ wenig zu tun, aber wir haben so ganz verschiedene Stationen, die wir testen und schauen dann einfach, wie sind Sie argumentativ? Also um zu verstehen, wie würden Sie eigentlich bestimmte Botschaften an den Patienten übermitteln? Das lernen Sie zwar auch noch im Studium, aber viel ist in dem Alter, in dem Sie sich jetzt also befinden, schon bis zu einem gewissen Grad festgelegt. Gut, hier haben Sie die Kolleginnen und Kollegen, die nicht am Betriebsausflug teilnehmen möchte. Und das regt bestimmt zum Schmunzeln an, aber es kann gut sein, dass Sie mit ähnlichen Aufgaben konfrontiert werden. Und das ist hinterher im Alltag vielleicht gar nicht so leicht, wie Ihnen das jetzt scheint, wenn auf einmal ein Teammitglied sagt, nee, ich war nicht mit. Und Sie wissen, da gibt es atmosphärische Missstimmungen und Sie würden aber gerne, dass alle zusammenfahren. Gut, nochmal zurück. Also diese Informationen finden Sie auf der Homepage www.uke.de und dann unter dem Bereich Studienbewerber. Und ich würde Ihnen jetzt noch ein paar Sätze ganz gerne zum Modellstudiengang erklären. Der startete im Wintersemester 12/13, das heißt auch im Rahmen einer Jahreszulassung. Wir haben jetzt mittlerweile 2 Kohorten zugelassen und bisher hat sich dieser Studiengang sehr gut entwickelt. Das, was anders ist, ist hier sehen Sie einmal auf der linken Seite das traditionelle Curriculum, ein sogenanntes H-Modell eines Curriculums mit Trennungen, Medizin 1, Medizin 2, hier oben das praktische Jahr und dazwischen immer Prüfungen. Auf der rechten Seite sehen Sie einmal das sogenannte Z-Curriculum, also für eine Verzahnung, wo Theorie und Klinik miteinander verknüpft sind. Und es gibt auch eine Zwischenprüfung, aber keine mehr, die bundesweit ist, sondern eine, die an der Universität Hamburg durchgeführt wird, bei uns am UKE, und die dann hinterher in der Summe nach dem 5. Semester eine Äquivalenzleistung zum sogenannten Physikum oder zum ersten Abschnitt der ärztlichen Prüfung darstellt. Hier sehen Sie noch einmal die 3 Lernspiralen. Das ist so, dass wir immer wieder den Stoff wiederholen, aber in unterschiedlichen Tiefen. Eher ist es wieder, also anfangs ist es eher naturwissenschaftlich orientiert und an den medizinischen Grundlagenfächer. Deswegen heißt auch der erste Abschnitt der Lernspirale Normalfunktion, Gesundheit und Krankheit. Der 2. Abschnitt vom Symptom zur Krankheit und der 3. Abschnitt beinhaltet dann die Differentialdiagnostik, Prävention und auch die Therapie. Und wie Sie schon sehen, nimmt der eine Teil zu, der andere nimmt ab. Und wenn Sie es vergleichen, ist es natürlich nicht so, dass die Klinik ohne Theorie funktioniert, das wäre ein Trugschluss, aber es ist so, dass hier die rein theoretischen Fächer etwas weniger werden und die praktischen Fächer, die natürlich genauso theoriebasiert sind, immer mehr werden bis hin zum praktischen Jahr. Gut, dann gibt es noch sogenannte Wahlfächer oder bei uns Second Tracks, wo Sie von Beginn an des Studiums versuchen können, individuelle Schwerpunkte zu setzen, wenn Sie vielleicht schon wissen, was Sie später machen wollen würden. Also wenn Sie forschungsorientiert sind und Sie würden gerade im Bereich der molekularen Medizin forschen, können Sie da einen Second Track wählen. Wenn Sie eher praktisch orientiert sind, gibt es andere, wo auch diese Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert werden. Hier sehen Sie das nochmal, was ich Ihnen gerade genannt habe und ich würde jetzt einmal versuchen, das Ganze mit Ihnen so aufzubauen, dass Sie eine Idee bekommen, wie die 6 Jahre Studium aufgebaut sind. In den ersten 3 Modulen, das sind die A-Module, dazu komme ich gleich noch, wechseln Sie immer nach 6 Wochen und einem sogenannten Second Track in das nächste Modul und diese durchlaufen Sie oder würden Sie mit 380 Studierenden gleich durchlaufen. Das heißt also, hier nach 3 Semestern hätten wir dann einen nicht Studienstopp, aber sozusagen einen Zeitpunkt,
wo sie alle auf dem gleichen Lernniveau sein sollten und erstmalig die Äquivalenzprüfung, zumindest einen Teil davon, ablegen könnten, die Prüfung Normalfunktion. Danach werden sie dann aufgeteilt in 90er-Gruppen oder würden sie aufgeteilt werden in 90er-Gruppen, weil wir mit 380ern nicht, also 380 Studierenden nicht auf die Station gehen können, weil das natürlich von der Kapazität her nicht funktioniert. Und deswegen würden sie danach in einem Rotationssystem durch das Ganze durchlaufen. Das betrifft auch die dritte Lernspirale. Und dann nach 9 Semestern, das sehen Sie hier einmal aufgeführt, hätten sie eigentlich frei, wenn da nicht noch in Hamburg die Studienarbeit wäre. Nicht zu verwechseln mit der Promotion. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit, die all unsere Studierenden schreiben müssen, ist zu einem Modul zugehörig. Und das, was wir uns davon versprechen, dass sie sich einmal mit den Grundprinzipien auseinandersetzen, wie Wissenschaft funktioniert, und hinterher in der Lage sein sollten, Studien zu lesen und auch die Güte von Studien zu beurteilen. Wenn bestimmte Vertreter aus der Pharmaindustrie zu Ihnen kommen würden, haben die in der Regel Hochglanzprospekte. Und das sieht alles sehr gut aus. Und wenn Sie dann sehen, dass Verlaufsbeobachtungen gemacht werden, zum Beispiel bei Antidepressivern, von 12 Wochen, was würden Sie sich dann denken? Zu kurz, perfekt, haben Sie schon mal einen Teil begriffen. Aber das ist natürlich gut, weil nach 12 Wochen hat man noch die ganze Kohorte, kann dann sagen, ja, was hat ja gewirkt, 12 Wochen. Aber in der Regel sind es Erkrankungen, die länger sind. Das betrifft genauso den Diabetes, das betrifft den Herzinfarkt, der sich zwar auch ein Stückchen weit wieder zurückbildet, aber es sind alles Medikamente, die müssen Sie viel länger nehmen. Und deswegen macht es Sinn zu wissen, wie ist denn das Outcome nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, nach 4 Jahren. Und dann sollten Sie zumindest dem netten Herrn oder der netten Dame die Frage stellen können, wie sieht denn das im Verlauf aus? Und das sind Dinge, die würden wir uns von Ihnen wünschen, wenn Sie in Hamburg studiert haben. Das andere, was wir uns auch von Ihnen wünschen würden, dass Sie wüssten, wie viele Patienten müssen Sie denn behandeln, damit einem geholfen ist, damit Sie ein unerwünschtes Ereignis vermeiden. Das fassen wir zusammen unter Number to Treat. Und wenn Sie dann wissen, Sie müssen 5.000 Personen behandeln, damit einem geholfen ist, dann muss man sich irgendwann fragen, steht das im Verhältnis zu den Risiken und zu den Kosten, die entstehen. Und das sind ja alles Entscheidungen, die müssten Sie hinterher alleine treffen können. Zumindest, wenn Sie in der Praxis arbeiten. Gut, dann kommt das PJ. Da gibt es jetzt gerade wieder einen Vorschlag vom Wissenschaftsrat, dass das alles nochmal geändert wird, dass wir nicht mehr 3 Tertiale haben, sondern dass das in Viertel aufgeteilt wird. Aber grundsätzlich würden Sie zum jetzigen Zeitpunkt noch Chirurgieinnere machen und ein Wahlfach. Das wissenschaftliche Arbeiten, das läuft die ganze Zeit nebenbei. Das heißt also, Sie hätten auch schon vorher Zeit, an dieser Studienarbeit zu schreiben, auch schon dann eine Promotion zu beginnen. Aber wie gesagt, mit dem Ziel im 10. Semester für alle die verpflichtende Studienarbeit. Hier sehen Sie noch einmal die Module und wie sie benannt sind. Auch das müssen Sie weder mitschreiben noch auswendig lernen. Das ist alles bei uns im Internet zu finden. Wir haben die Module der Einfachheit halber nach Buchstaben benannt und dann entsprechend der 3 Lernspiralen einfach römisch 1, 2, 3 dahinter geschrieben. Und die Idee war, als wir diese Module gebildet haben, dass bestimmte Fächer sich gut zusammen lernen lassen. Und wenn dann die Quervernetzungen da sind zu den anderen Fachgebieten, dass es auch bei unseren Studierenden länger im Kopf bleibt. Weil es gibt einige, die haben das perfektioniert, dass sie zum richtigen Zeitpunkt alles gelernt haben, es dann auch wiedergeben können, aber danach ganz schnell vergessen. Und das ist frustrierend. Also aus Ihrer Sicht kann ich das verstehen, ich habe das auch nicht anders gemacht. Assessment drives learning, Prüfungen bestimmen das Lernverhalten. Und wenn so geprüft wird, dann passen Sie sich optimal an, weil Sie in der Regel intelligent sind. Das wäre nicht schön, wenn Sie das nicht hinbekämen, weil Sie dann schlechtere Noten hätten. Aber die Frage ist, ist das hinterher das, was Sie brauchen, wenn Sie hinterher auch auf Station tätig sind? Und das ist manchmal dann doch noch auch etwas anderes. Gut, das ist jetzt ganz wichtig. Nein, also es ist nicht ganz wichtig, ich würde es Ihnen trotzdem einmal zeigen, um auch die Komplexität deutlich zu machen, wie wir am UKE unsere Studierenden versorgen. Das hier sind wieder die Semester, die aufgeführt sind. Hier die ersten 6 Module. Immer wenn ein weißer Strich da ist, dann hätten alle Studierenden an diesem Zeitpunkt denselben Wissensstand, also zumindest theoretisch, hier in 380er-Gruppen und danach hier in 90er-Gruppen. Und das ist jetzt immer eine Kohorte, die in 90er-Gruppen so das Studium durchläuft, damit dann auch die Stundenpläne überschneidungsfrei bei uns im UKE abgebildet werden können. Gut, ganz wichtig, also wir haben eigentlich 2 Aspekte. Das eine ist die Betonung der Wissenschaftlichkeit bei uns am UKE. Wir sind sehr gut in der Forschung, haben da gute Erfolge erzielt. Dazu würde ich Ihnen gleich auch noch eine Folie zeigen. Und wir wollen natürlich, dass wenn Sie bei uns studieren, auch so ein bisschen mal die Luft der Wissenschaft schnuppern und vielleicht sogar Interesse entwickeln und hinterher auch wissenschaftlich tätig sind.
Da haben Sie die Möglichkeit im Rahmen der Studienarbeit oder auch dann schon im Rahmen der Promotion, das ist ja auch eine Ausnahme, dass Sie mit der Dissertation schon als Medizinerin, Mediziner beginnen können, wenn Sie noch studieren. Das gibt es eigentlich in keinem anderen Fach. Dafür ist es in anderen Ländern so, dass man den Doktortitel bekommt, wenn man das Studium abgeschlossen hat. Das ist so eine Diskussion, die kann man lange führen, hilft aber nicht wirklich viel. Wir haben bei uns viele Forscherinnen und Forscher und ich würde Ihnen gerne mal so ein Bild zeigen. Das ist auch eine Postkarte, mit dem wir werben. Ich forsche im UKE in Herzensangelegenheiten, wo nicht nur Mediziner, also für den Fall, dass Sie da vielleicht keinen Studienplatz bekommen, sondern auch andere gemeinsam dann mit Ärzten und Klinikern an bestimmten Fragestellen forschen. Und ich glaube, das Ergebnis gibt uns recht. Und ich habe Ihnen hier mal aufgeführt, wie sich, also jetzt unten links bei Ihnen im Bild, wie sich die Drittmittel-Einwerbungen in den letzten Jahren verändert haben. 2000 waren das noch hier ungefähr 20 Millionen. Und das ist also kontinuierlich ein Stückchen weit gestiegen und in den letzten Jahren sehr erfreulich, auch durch die Einwerbung von bestimmten Sonderforschungsbereichen. Und es pendelt sich momentan so auf irgendetwas über 60 Millionen ein. Die Frage ist ja, wie erreicht man das? Und wenn man im Dekanat angestellt ist, dann versucht man natürlich, die Forscherstruktur oder die Struktur für die Forschung so zu optimieren, dass sie optimale Bedingungen haben, unsere Forscherinnen und Forscher. Und wir haben einen Neubau, den sehen Sie hier, den Campusforschung. Und in dem Rahmen kann man sich bestimmte Geräte leihen, im Rahmen dieser Core-Facilities, die man nicht mehr selber besitzt. Also so einen Laptop haben die meisten noch selbst, aber irgendeinen kleinen, keine Zentrifuge, die braucht man ja nicht ständig. Und wenn der nicht benutzt wird, dann macht es ja Sinn, dass der andere die benutzt. Dadurch kann man sich dann ein Gerät sparen. Wir haben auch eine Versuchstierhaltung, klar, also auch diese Forschung wird am UKE durchgeführt. Wir haben eine sehr leistungsstarke Bibliothek, fast alles mittlerweile umgestellt auf E-Medien. Also wir haben auch noch Printversionen, weil die Studierenden zum Teil noch ganz gerne aus Büchern lernen. Aber es gibt auch schon viele, die mittlerweile nur noch in E-Books dann sich ihre Kommentare vermerken. Gut, ich habe schon gesagt, das Zweite, was uns wichtig ist, neben der Forschung, das ist der sogenannte Cum- und Com-Strang. Und die Idee ist, dass wir fächerübergreifend bestimmte ärztliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die klinische Untersuchung betreffen, aber auch die Kommunikation vereinheitlichen. Hier sehen Sie einmal den Cum-Strang, der beinhaltet die körperliche Untersuchung, diagnostische Verfahren und therapeutische Interventionen. Dann auf der anderen Seite die Kommunikation, Arzt-Patienten-Beziehung, Gesprächsführung, Anamnese. Und in der Mitte dann die Grundhaltung, die das Ganze miteinander verbinden sollte, damit man zum guten Ergebnis kommt. Und Lehrveranstaltungen zu diesen Themen ziehen sich durch das gesamte Studium. Mit der Idee, dass Sie hinterher in der Lage sind, einmal fachlich zu verstehen, was die Patienten von Ihnen wollen, aber Ihnen auch spiegeln, dass Sie Ihnen wichtig sind, dass wir Sie ernst nehmen, dass wir uns um Sie kümmern. Das Ergebnis ist ja in der Medizin oftmals offen. Und dazu müssen Sie aber in der Lage sein, erstmal zu verstehen, was will denn das Gegenüber von Ihnen. Und manchmal ist da eine Lücke zwischen dem Sender und dem Empfänger oder umgekehrt. Und das ist leider immer im Leben so, aber diese Lücke sollte bei Medizinerinnen und Medizinern relativ gering sein. Wenn Sie dann zu uns ans UKE kommen würden, haben wir mittlerweile eine sehr gute Infrastruktur auch für die Lehre. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Bilder zeigen aus unserem Meditreff. Das ist in der ersten Etage in der Ärztlichen Zentralbibliothek, frei zugänglich während der Öffnungszeiten. Und da haben die Studierenden bei uns die Möglichkeit, sich Modelle auszuleihen, am Modell zu üben, aber auch mit Simulationspatienten zu arbeiten im Rahmen der Kurse. Und ich bin dann immer ganz neidisch, dass es sowas zu meiner Zeit, als ich studiert habe, noch nicht gab. Ich würde Ihnen jetzt mal eine Folie zeigen. Da lernen Sie jetzt etwas über die Verbrennung ersten, zweiten, dritten Grades. Haben Sie eine Idee, was das ist? Genau, es geht um die Gewebeschicht in die Tiefe und praktisch je tiefer, desto schlechter, ist dann dritten Grades. Und die fiesesten Verbrennungen sind eigentlich Fettverbrennungen. Also die sind wirklich ganz schwer und lassen meistens auch gewisse Schäden zurück. Und hier sehen Sie das Ganze noch einmal anders in einem Modell dargestellt. Hier oben ersten, zweiten, dritten Grades. Sie sind in der Regel alle auf Englisch, die Modelle. Hier sind die unterschiedlichen Hautschichten und da sieht man schon, dass sozusagen die Hypodermis dann mit betroffen ist bei der Verbrennung dritten Grades. Und eine andere, etwas schönere Entwicklung, die Sie auch bei uns im Meditreff beobachten können, das ist diese. Das ist die Entwicklung des Kindes im Mutterleib. Und das ist auch wirklich schön dann zu sehen. Man kann das auch anfassen. Und wir haben auch Ultraschallgeräte. Also manchmal ist es auch so, dass wir dann Ultraschalls jetzt von Schwangeren selten. Aber auch das ist möglich. Hatten wir vor kurzem auch, dass eine Studierende schwanger war. Und die hat sich mit ihrer Lerngruppe getroffen, haben die mal geschallt. Und haben auch eine Menge gesehen und hinterher so die Frage, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist, ist, glaube ich, halb richtig beantwortet worden. Also 50% waren richtig, 50% waren nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit war ja auch, naja, ungefähr 50%. Gut, jetzt gibt es ein Suchbild. Auch das ist relevant. Hier sehen Sie einmal im Meditreff den Versuch, Blut abzunehmen. Und wenn Sie das sehen würden und Sie würden bei uns geprüft werden
und Sie hätten den Arbeitsplatz so vorbereitet, wie er hier ist, dann wären wir auch darüber nicht besonders glücklich. Haben Sie eine Idee, warum? Also man kann das noch akkurater positionieren, ja. Das wäre aber noch kein Grund, wo man sagen würde, da fällt man durch, aber es ist auf jeden Fall so, dass das, ob der Arm jetzt verdreht ist, ist auch nicht so. Also er liegt auch, ne, das ist sozusagen der, jetzt muss ich überlegen, der linke Arm, der da liegt. Perfekt. Haben Sie das alle gehört? Der Spritzenabwurf ist verschlossen. Und das klingt so einfach. Aber was meinen Sie, wo die meisten Stichverletzungen passieren? Genau hierbei. Das andere ist, wenn der Spritzenabwurf voll ist und man dann anfängt so zu rütteln und dann noch ein bisschen stopft. Und wir haben ungefähr 500 Nadelstichverletzungen am UKE pro Jahr und davon sind 10% Studierende. Und das sind 8% zu viel. Und jetzt haben wir ein Tutorium eingeführt im Meditreff, wo wir speziell unsere Studierenden schulen, worauf sie achten sollen bei der Blutentnahme, damit diese Stichverletzungen nicht mehr vorkommen. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, es ist nicht schön, wenn man sich sticht, weil dann die ganze sozusagen Gedankenkette abläuft. Was hat der Patient? Ist der infektiös? Dann müssen Sie eine Einwilligungserklärung haben, dass Sie bestimmte Untersuchungen nur durchführen können, ob der Patient diese Erkrankung hat. Also es ist insgesamt wirklich nicht besonders schön. Also wenn man es vermeiden kann, dann sollten wir es vermeiden und das üben wir hier mit unseren Studierenden. Gut, jetzt habe ich Ihnen nochmal einen Kopf mitgebracht, der etwas präpariert ist. Also jetzt nur ein Modell, nicht erschrecken, aber nur noch gar nicht. Sehen Sie jetzt noch ein Bild davor. Das ist das Meditreff, hier das Ultraschallgerät. Hier oben ist sozusagen die Andeutung des Kopfs, das kommt gleich. Ein Patient, der präpariert ist und hier haben wir ihn. Und wenn man solche Bilder nicht so richtig gerne mag, dann muss man sich entweder daran gewöhnen im Rahmen des Präparierkurses. Danach muss man es nicht mehr machen, aber das muss man einmal sozusagen hinter sich bringen, zumindest wenn man bei uns im UKE studiert, weil man viele anatomische Dinge nur lernen kann, wenn man auch eine Vorstellung davon hat, wo eigentlich diese Muskeln sich befinden, wo dann die Nerven sich befinden. Man kann auch viel an Modellen lernen, aber im Rahmen des Präparierkurses präparieren unsere Studierenden auch einen Leichnam. Und in der Regel haben sie hinterher ganz, ganz viel über die Anatomie gelernt, was man anders sonst nur mit Mühe oder vielleicht auch nicht lernen könnte. Gut, ich würde Ihnen gerne noch ein, zwei Sätze zu den Lehr- und Lernmethoden sagen, die wir einsetzen. Also Vorlesung, klassisch, klar. Viele sitzen da, hören halb interessiert zu und manchmal schreibt man das mit, manchmal schreibt man nichts mit. Ist auch nett, dass man sich trifft. Meistens morgens 8 ist es noch nicht ganz so voll wie dann um 9. Ist aber eine Lehrveranstaltung, die sich auch durch das gesamte Curriculum bei uns zieht. Dann haben wir Praktika, wo Sie Fertigkeiten lernen, meistens Laborfertigkeiten. Unterricht am Krankenbett haben wir, wo unsere Studierenden in kleinen Gruppen, Dreier- und Sechsergruppen, am Patienten stehen, den Patienten untersuchen, befragen und hinterher das Ganze mit einem Arzt nachbesprechen. Blockpraktika ist auch eine ganz typische Lehrveranstaltung. Also Sie sehen schon, da sind viele Lehrveranstaltungen, die einen hohen Praxisanteil haben, aber auch andere, wie dann noch die Seminare, die eher theorieorientiert sind. Und eine neue Lehrveranstaltung, die wir jetzt seit ungefähr 8 bis 10 Jahren, deswegen nicht mehr ganz so neu einsetzen, ist das POL, Abkürzung für problemorientiertes Lernen. Kennen Sie das? Ja, aus der Schule oder? Ja, okay. Also ich kannte das damals nicht. Es ist so, ich habe immer eine Definition mitgebracht, das sei eine Lernmethode, bei der prinzipiell ein Problem als Beginn für die Aneignung und Integration von neuem Wissen benutzt wird. Das heißt, ungefähr 8 bis 11 Studierende sitzen zusammen und der kürzeste Polfall, der jetzt nicht in Hamburg eingesetzt wird, den ich aber kenne, ist, kommt ein Mann zum Arzt, hat Magenschmerzen. Das ist nicht viel, was man dann weiß, oder? Dann entwickeln sich ja sofort Fragen. Also ich würde mich zum Beispiel fragen, was sind denn eigentlich Schmerzen? Was sind das für Schmerzen? Also Intensität, Qualität, strahlt das aus? Wohin strahlt das aus? Ist das ein kontinuierlicher Schmerz? Sind das Intervalle? Lässt er wieder ganz nach? Ist das rezidivierend? Und jetzt können wir uns eine halbe Stunde, also zumindest könnte ich Ihnen eine halbe Stunde was über Schmerz erzählen. Und dann ist auch die andere Frage, was eigentlich der Magen ist. Wo der nicht genau sitzt, wie der aufgehängt ist. Und dann kommen Sie zurück zur Anatomie. Und dann müssen Sie das Vorwissen haben, mit dem neuen Wissen verknüpfen und dann irgendwann dahin kommen und auch nochmal wissen, wie ist eigentlich die Mikrostruktur im Magen, warum kann der eigentlich wehtun, wie ist der eigentlich von den Nerven her versorgt und was tut da eigentlich weh? Und dann kommen Sie vielleicht zu einer Gastritis, vielleicht aber auch nicht. Die nächste Frage, wer tut ein Karzinom eigentlich weh? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und das sind alles Dinge, die sich im Pol erarbeiten können. Und für diejenigen, die in so einem Studiengang studiert haben, es gibt noch einen anderen Effekt, also wenn 8 bis 10 Studierende zusammensitzen, dann müssen sie sich ja irgendwie miteinander einigen und austauschen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil ja die Grundpersönlichkeiten noch relativ unterschiedlich sind. Und wenn man da miteinander auskommen muss und das über 12 Wochen, dann kommt man schlecht aneinander vorbei.
Und das ist im Leben eine gute Übung für ganz viele Dinge. Das wird später auf der Station genauso sein, dass Sie in Teams arbeiten, die Sie sich nicht aussuchen. Momentan sind Sie in dem Genuss, dass Sie wahrscheinlich sich hauptsächlich im Freundeskreis bewegen. Das ist schön, das ist meistens homogen. Aber das bleibt ja nicht so. Und von daher macht es auch Sinn, dass wir Studierendengruppen mischen, damit sie einfach andere Erfahrungen machen, wie man denn mit Menschen zusammenarbeitet, die man vielleicht nur okay findet. Und dann vielleicht diejenigen, die nie lernen und nie die Gruppe unterstützen, indem sie vorbereitet sind. Und ich verspreche Ihnen, da entsteht eine Dynamik, die höchst interessant ist. Gut, trotzdem ist es so, dass diese Studierenden dann mehr Soft Skills für sich in Anspruch nehmen, sagen, die haben wir erworben. Sie waren zufrieden mit ihrem Studium, zumindest in dieser Untersuchung, die Medical Education erschienen ist, dass sie die Lehr- und Lernumgebung als besser empfunden haben. Und das finde ich ganz wichtig, dass sie weniger Angst bei Berufsbeginn haben. Und ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Dienst in der Neurologie, das war in Berlin, und das war sehr unangenehm. Also gar nicht, weil ich jetzt schlechter war als andere, sondern weil die große Unbekannte da war, was kommt im Rahmen dieses Nachtdienstes auf mich zu? Und wenn das etwas weniger gewesen wäre, alleine das wäre es vielleicht schon wert gewesen, sich mehr mit dem Konzept auseinanderzusetzen. Bei dem Wissen wurde hier ein nicht schlechter Vergleich angestrebt, das heißt, sie sind genauso gut wie die Studierenden, die traditionell studiert haben. Jetzt ist ja die Frage, wie schulen wir eigentlich unsere Dozenten, damit die eine Idee bekommen, was problemorientiertes Lernen ist, weil die ja in der Regel so noch nicht studiert haben. Die Jüngeren ja, aber die Alten noch nicht. Ich habe Ihnen mal so einen Schulungsfall mitgebracht, den ich persönlich sehr schön finde, mit dem ich schon ganz oft gearbeitet habe. Und zwar sind da zwei Jungverliebte, die aus Ulm, und die wollten auf jeden Fall nach Hamburg an die Elbe. Und die Frage ist, wer will das nicht? Und dann fahren die los mit dem R4, irgendwann stottert er und bleibt stehen. Und die Frage ist dann, was hat dieses Auto? Und wir sitzen mit unseren Dozierenden zusammen, alles Mediziner, und erarbeiten dann diesen Autofall. Und es ist immer wieder spannend, wie man dann vom Auto zum Rasenmäher kommt, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, mit so einer Schnur, wo man es anzieht, und dann springt so ein Zweitakter an, dann ist die Frage, was ist eigentlich das Ziehen, was ist der Anlasser, und dann sozusagen kommt Schräubchen in Schräubchen, und irgendwann haben dann selbst die Damen, die in der Regel etwas weniger Interesse an dem Autofall haben, eine Idee und sagen, nee, ich würde nicht zuerst den ADAC anrufen, sondern ich würde mal die Motorhaube aufmachen. Gut, was man dann sieht, muss man sehen, aber so schulen wir unsere Studierende immer nach dem gleichen Prinzip, und das sind 7 Schritte, die durchlaufen werden. Das erste, die Begriffsklärung. Also es gibt ja manche umgangssprachliche Begriffe, die einem vielleicht nicht bekannt sind, gerade wenn man nicht Muttersprachlerin oder Muttersprachler Deutsch ist. Dann gibt es eine Problemdefinition. Was ist eigentlich genau das Problem? Der Sachverhalt wird beschrieben und dann darf man frei überlegen, was könnte es denn sein. Es gibt Zusatzinfos, also weitere Arbeitsblätter. Und am Ende werden dann Lernziele definiert, die dann in der darauffolgenden Woche gelernt werden sollen. Und dann eine Woche später bespricht man die nach. Und das ist das Setting, was sich bei uns durch das gesamte Studium zieht. Warum, werden Sie sich jetzt fragen? Und ich habe Ihnen nochmal das Gleiche aus der Klinik mitgebracht. Und wenn Sie sich diesen Ablauf anschauen, ist es eigentlich das, was später als Ärztin oder Arzt immer wieder der Fall sein wird. Sie haben im Grunde eine Anamnese, müssen die Probleme erkennen, die Informationen erstmal hierarchisieren können, also einordnen, gegebenenfalls auch sammeln, Leitsymptome erfassen, dann Differentialdiagnosen erwägen, also was könnte es noch sein, statt dessen, was ich mir jetzt gerade gedacht habe, was die führende Diagnose ist, würden dann eine Arbeitsdiagnose stellen, gegebenenfalls weitere Tests machen, wenn es erforderlich ist, dann mit den Tests oben wieder anfangen, das Ganze wieder durchlaufen, bis sie irgendwann dahin kommen und sagen, ja, das ist meine Diagnose, jetzt beginne ich zu therapieren. Und idealerweise war es dann die richtige Diagnose und die richtige Therapie und dem Patienten geht es irgendwann besser. Und das ist im Grunde das, was auch im Pol passiert. Und deswegen macht es Sinn, das von Anfang an zu üben. Und die Studierenden mögen das mittelmäßig. Haben Sie eine Idee, warum? Ja, absolut, es ist arbeitsintensiv. Und der Mensch ist faul. Also erstmal. Und da muss man gucken, wie bekommt man die dahin, dass sie irgendwie gerne arbeiten. Und wenn man dann sagt, passen Sie auf, wenn Sie nochmal zurückgehen, hier zu der Problemdefinition, sage ich immer, stellen Sie sich vor, Sie haben das Handy in der Hand, rufen den Oberarzt im Hintergrund an und wollen ihm den Fall schildern. Also mehr als 5 Sätze will er gar nicht hören. Und wenn Sie dann weit ausholen und noch 10-mal sagen und ich weiß nicht genau, und dann stellt er Ihnen 3 Fragen, was Sie alles nicht gemacht haben, dann ist das kein gutes Ergebnis. Und deswegen hilft es einfach, frühzeitig zu wiederholen, den medizinischen Fall darzustellen, jeweils mit den Zusatzinformationen. Aber es ist und bleibt arbeitsintensiv. Und das Schöne ist, als Lehrender ist man nicht für den Lernfortschritt der Studierenden verantwortlich, sondern versuchen die Verantwortung sozusagen an unsere Studierenden abzugeben. Weil, ganz einfach, ich weiß das. Das ist der Unterschied, ich habe es ja schon studiert. Und das hilft ja nicht, wenn ich jetzt mal sage, irgendwie ich erzähle Ihnen alles, sondern Sie müssen es ja hinterher wissen. Und auch diese andere Nummer, dass man immer denkt, man ist der Karren, der Esel, das sagen ja manchmal auch Lehrer, und die ziehen dann den Karren, machen wir nicht mehr. Sie sind alt genug, entweder sie ziehen den Karren selbst oder er steht da.
Und das muss man irgendwann erkennen. Aber wenn man das dann gut hinbekommen hat, dann hat man ganz schöne Erfolge. Und das wäre so einer, Herr Pollock, der sagt, ich bin Arzt am UKE und ich rette täglich Leben. Also als Psychiater tut man das nicht jeden Tag. Aber grundsätzlich, der ist Transplantationschirurg, ist es so, dass man wirklich viel Gutes tun kann und dann auch merkt, dass man mit dem Wissen arbeiten kann. Und jedes Mal, wenn man eine Lücke hat, denkt man sich, wo kommt denn auf einmal die Lücke her und wie kann ich die schließen? Und wenn Sie diesen Stand erreicht haben, dann ziehen Sie selber den Karren, aber er ist gar nicht mehr so schwer. Und das wäre das Ziel, was wir im Rahmen unseres Studiums mit Ihnen erreichen wollen würden. Gut, hat jemand einen eigenen Haushalt? Ja? Eigenen Haushalt, ein paar? Ist ja mal so, nicht? Das fällt nicht auf, wenn alles gemacht ist, aber wenn nichts gemacht ist, sieht es einfach fürchterlich aus, oder? So ein bisschen ist es auch mit der Administration. Und unser Ziel war, unseren Studierenden die Administration so leicht wie eben möglich zu machen. Und ich würde Ihnen gerne so ein paar Dinge zeigen, was unsere Studierenden erwartet. Das ist ein eigenes Eingangsportal und das Schöne ist, wir können das individuell anpassen. Das heißt, wenn also aus der Studierendenschaft neue Wünsche kommen, dann nehmen wir die auf und programmieren das, wenn es sinnvoll erscheint. Und das sind so kleine Sachen wie zum Beispiel, dass wir individuelle Stundenpläne haben. Das ist auch notwendig, das hatten wir früher auch, aber papierbasiert. Und dass wir dann auch diese Stundenpläne für die Fächer haben und dass alles, was wir elektronisch dann verschieben können, auch dementsprechend verschieben und dass sie das Ganze exportieren können auf zum Beispiel ein Smartphone. Und das aktualisiert sich auch jeweils, wenn wir eine Veränderung vornehmen, wenn Sie das Smartphone richtig eingestellt haben. Und ich sagte gerade schon, das ist ein Pflichtcurriculum mit einer hohen Anwesenheitspräsenz, also normalerweise 100%. Wir verzichten aber bei 15% auf den Nachweis von Attesten. Aber Sie haben die Möglichkeit, wenn es irgendwie mal nicht geht, dann noch online die Lehrveranstaltung zu tauschen. Und das ist eine hohe Flexibilität. Also angenommen, wirklich die Oma hat mal Geburtstag und es ist Freitag und Sie würden gerne am Mittwoch den Kurs machen, damit Sie am Freitag zum Geburtstag der Oma fahren wollen. Klar, macht absolut Sinn, sollten Sie versuchen. Nur wir wollen das im Dekanat gar nicht wissen, weil es uns A nicht interessiert und natürlich Arbeitszeit blockt. Und deswegen haben wir dann eine Tauschfunktion programmiert, wo unsere Studierenden in der Lage sind, zu tauschen. Das funktioniert aber nur, weil wir auch eine elektronische Anwesenheitserfassung haben. Und das war der Punkt, wo damals Herr Professor Guser als Studiendekan und ich als Leiter des Studiendekanats es geschafft haben, in die Mopo zu kommen. Zwar nur auf Seite 18, und weil also der AStA sehr dagegen gewettert hat. Und dann hatten wir in der ersten Kohorte 3, die nicht mitgemacht haben, im zweiten Jahrgang noch eine, die nicht mitgemacht hat. Und ich bin gespannt, wie es dann im nächsten Jahrgang aussieht. Ich hoffe, dass dann alle mitmachen. Der Vorteil ist, wenn wir dieses System einsetzen können, dass diejenigen auch tauschen können. Und wir sparen unglaublich viel Personal in der Administration, was wir dann für Studienberatung und andere Sachen einsetzen können. Gut, von dem Papier, was wir sparen und die armen Bäume, möchte ich jetzt gar nicht reden. Angenommen, Sie haben bei uns einen Studienplatz bekommen, haben die Prüfung Normalfunktion bestanden, haben im fünften Semester sozusagen die Äquivalenz zum Physikum bekommen und danach alle weiteren Module, irgendwann das PJ absolviert, beziehungsweise sind kurz vor dem PJ, dann kommt ja das Staatsexamen. Also der zweite Abschnitt, der erste ist Äquivalent und dann das PJ und dann das dritte. Und ich kann Ihnen vergewissern, wenn Sie so weit gekommen sind, werden Sie in der Regel nicht mehr scheitern. Also mit anderen Worten, da kann man sich zwar nicht ganz zurücklehnen, weil es arbeitsintensiv ist, auch das ist arbeitsintensiv, aber es ist gut zu bestehen. Und das ist eher eine Frage der Note, als dass man nicht besteht. Also ich glaube, die Durchfallquote liegt bei ungefähr 3% zu diesem Zeitpunkt. Beim Physikum sieht das beim Erstversuch anders aus. Wir haben zwar kein Physikum mehr, aber vergleichbar sind das ungefähr da 15-20%. Gut, angenommen, Sie würden dann auch noch bestehen und hätten von uns die Bescheinigung bzw. vom Landesprüfungsamt, dass Sie alles bestanden haben, ist ja die Frage, wie geht es dann weiter? Und zwar, normalerweise würden Sie dann Ihre Approbation bei der Ärztekammer beantragen. Dann ist es so, dass eigentlich gegen die Erteilung der Approbation nichts steht, wenn Sie ansonsten auch körperlich und geistig in der Lage sind, den Arztberuf auszuüben. Und das beurteilt dann das Landesprüfungsamt auf der Basis von jeweiligen Zeugnissen, die dann niedergelassene Kollegen ausstellen. Die Frage ist dann aber, wie geht es dann weiter? Und jetzt haben Sie die Approbation, Sie können sich bewerben und dann kommt ja im Grunde die Qual der Wahl. Also Sie hatten das PJ, haben Chirurgie und Innere kennengelernt und ein Wahlfach und dann müssen Sie ja irgendwo anfangen zu arbeiten. Und das ist auf der einen Seite ganz schön, auf der anderen Seite auch echt übel, weil sich dann das Leben ziemlich verändert. Also das Studium ist auch schon anstrengend, da wird viel gestöhnt. Aber wenn man diese Personen dann verfolgt, dann sagen die, oh, es war noch nie so schlimm wie im PJ, jeden Morgen aufstehen. Wo ich immer denke, ja, Teil des Lebens. Und dann verändert sich aber später nochmal die Zeit, wann Sie aufstehen. Also angenommen, Sie entscheiden sich am UKE für die Anästhesie. Was meinen Sie denn, wann Sie dann ungefähr da sein werden? Naja, also nicht ganz. Also wenn Sie Nachtdienst haben, sind Sie um 5 noch da. Aber 6.30 Uhr ist dann schon durchaus realistisch.
Die Chirurgen können ein klein bisschen später kommen, weil der Anästhesist ja die Einleitung macht. Und da schläft der Chirurg noch. Also nicht mehr, wenn er die Einleitung macht, aber wahrscheinlich ist er gerade auf dem Weg zum UKE. Und dann schlafen sie vielleicht ganz gerne ein bisschen länger, dann werden sie Psychiater. Wir hatten das etwas entspannter, es war so 8, 9, je nachdem, wie man sich dann mit den anderen Kollegen geeinigt hat. Gut, das ist natürlich nicht das einzige Kriterium, wann sie aufstehen sollen. Die Frage ist einfach, sie müssen ja hinterher, auch wenn sie die Facharztausbildung gemacht haben, das sind ja nochmal 5 bis 6 Jahre, ungefähr noch 30 bis 35 Jahre in dem Beruf arbeiten. Und das ist eine lange Zeit. Und vielleicht macht es dann Sinn, im Rahmen der Formulaturen, da haben Sie 4 mindestens von, mal zu hospitieren, um sich zu überlegen, wie sieht denn eigentlich der Berufsalltag aus? Also interessiert mich vielleicht die Facharztweiterbildung, aber der Beruf in der Routine ist dann gar nicht mehr so spannend für mich. Und da kann ich Ihnen sagen, die Psychiater haben die höchste Zufriedenheit unter allen Ärzten. Das ist komisch, das glaubt man gar nicht, ne? Aber das habe ich vor kurzem von meinem ehemaligen Chef, Professor Nabe, erfahren. Der hatte auch Studien dazu, dass die Lebenszufriedenheit bei denen relativ hoch ist. Und wenn man dann andere fragt, die sagen dann schon irgendwann, ja, dass dieses oder jenes ihnen nicht passt, das gibt es zwar bei uns auch, aber deswegen ist die Wahl der Facharztausbildung wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Das Schöne ist, wenn Sie jetzt fertig werden würden, können Sie jederzeit noch wechseln, weil es einfach zu wenig Ärztinnen und Ärzte gibt. Und die Zukunftsaussichten waren rosig, sind zurzeit rosig und ich glaube auch, dass sie noch eine Weile rosig bleiben werden. Ich würde Ihnen jetzt noch eine Perspektive einmal zeigen wollen vom UKE, die man auch relativ selten sieht, es sei denn, man kommt mit dem Hubschrauber zu uns. Ah, nee, das ist nochmal die Ärztekammer. Hier sehen Sie es. Das ist sozusagen das UKE von oben, das neue UKE. Hier sehen Sie das Hauptgebäude, hier hinten die ärztliche Zentralbibliothek. Und jetzt muss ich mal selber schauen. Hier hinten ist der Campus Lehre, das RWGH, Campus Forschung. Das heißt also, unsere Studierenden bewegen sich zum größten Teil hier in diesem hinteren Bereich. Gut, die Frage ist, was mache ich, wenn ich groß bin? Diese junge Dame, die war schon früh entschieden, sie will dann auch ins UKE. Mich würde es freuen, wenn ich sie ein bisschen habe neugierig machen können, dass sie sagen, doch, Medizin, ja, könnte ich mir vorstellen. Und UKE klang eigentlich auch gar nicht so schlecht, unabhängig von Hamburg. Also wenn sie das heute ein Stückchen neugierig gemacht hat, vielleicht mit den Einschränkungen, mit den Zielen, die wir auch mit unserem Studium verbinden, sich identifizieren können, dann würde ich mich auf Ihre Bewerbung freuen, wünsche Ihnen ganz viel Erfolg beim weiteren Schullaufbahn. Und alles Gute fürs Abitur und vielleicht sehen wir uns dann im UKE wieder. Vielen herzlichen Dank. Ja, gibt es Fragen von Ihrer Seite? Die Frage, ob man sich als Gaststudent für die Medizin einschreiben kann, das funktioniert nicht. Wir haben bestimmte Kurse, die wir nur im Wintersemester anbieten können. Das heißt praktisch, der Präparierkurs an der Leiche wird im Winter durchgeführt. Und deswegen sind wir in die Studienstruktur bis zum gewissen Grad auf sozusagen Winter- und Sommersemester angewiesen. Aber grundsätzlich gibt es auch Universitäten, die darauf nicht angewiesen sind, die dann einfach die Curriculumstruktur entsprechend angepasst haben. Aber der Unterschied ist für uns in Hamburg, dass wir nur eine Zulassung zum Wintersemester haben. Das heißt, Sie können gar nicht weder Zahnmedizin noch Humanmedizin im Sommer anfangen bei uns zu studieren. Also medizinisches Vorwissen brauchen Sie gar nicht. Sie brauchen naturwissenschaftliche Grundkenntnisse, mathematische Grundkenntnisse und eine normale Allgemeinbildung ist, glaube ich, hilfreich, wird aber dem HamLab nicht abgeprüft, aber kann sein, dass das dann sozusagen im zweiten Verfahren sich, wenn sich das dann anschließt, noch angliedern würde. Ja. Das ist eine ganz schwierige Frage. Der Kollege fragte, dass es, oder sagte, dass es auch in Berlin einen Studiengang gibt und wo jetzt die Unterschiede sind. In der Regel ähneln die sich. Das ist die erste Information. Viele von den Modellstudiengängen haben dann das sogenannte Physikum durch universitäre Prüfungen ersetzt und wollen oder haben versucht, mehr Unterrichtseinheiten aus dem klinischen Studienabschnitt nach vorne zu verlagern und umgekehrt, um eine Vernetzung herzustellen. Und das ist auch das Prinzip, was Berlin sozusagen prägt. Und ansonsten sind es, glaube ich, jetzt eher so Dinge, da müsste man nochmal genau in die Struktur gehen. Es würde etwas differenziert dann oder etwas zu differenziert werden für die heutige Veranstaltung. Aber da finden Sie auch die jeweiligen Studiengänge beschrieben auf der Seite der Berlin, der Charité und bei uns ja auch. Und dann, glaube ich, macht es Sinn, das einfach da nochmal zu vergleichen. Also wir arbeiten gerade daran im Rahmen des PJs, dass wir verpflichtende Lehrveranstaltungen durch E-Learning-Veranstaltungen ersetzen. Das ist ganz schwierig, weil die Approbationsordnung bisher vorschreibt, dass das Studium ein Präsenzstudium ist. Und deswegen haben wir ergänzende E-Learning-Module und erstmal Anwesenheitspflicht für alle Lehrveranstaltungen, die wir bei Vorlesungen nicht kontrollieren. Es gibt relativ viele E-Learning-Module bei uns am UKE, die aber in der Regel dann ergänzend sind und wir eine andere Form des Lernens unterstützen, aber noch nicht Präsenzveranstaltungen ersetzen. Ja, also da Sie sich als Erstwunsch UKE dann auch beworben haben, sonst würden Sie bei uns nicht eingeladen werden, wäre es dann auch eine Bewerbung fürs UKE und Sie würden dann aus der Mischung zwischen Abiturnote und HamLab-Ergebnis am UKE über Hochschulstart zugeordnet werden.
Die Kollegin fragt oder Angehende vielleicht fragt, ob es sinnvoll sei, ein Praktikum zu machen, ob das eben sinnvoll sei, bevor man sich für ein Studium bewirbt. Das ist eine ganz schwierige Frage. Also Sie müssen ja ein Pflegepraktikum machen im Verlauf, aber die Tätigkeit in der Pflege sieht anders aus als die ärztliche Tätigkeit. Und ich würde allen eigentlich empfehlen, dass Sie vorher mal hospitieren. Ja. Ob das dann 4 Wochen sein müssen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass die Vorstellung von dem Arztberuf oftmals eine ganz andere ist als die Realität. Und um da so einen Abgleich herzustellen, bevor man dann 6 Jahre studiert hat, also meistens hat man nach dem zweiten, dritten Jahr schon begriffen, worum es geht, aber die richtige Realität holt einem erst im Berufsleben ein. Von daher sind Praxisphasen meines Erachtens ganz wichtig und hilfreich. Und ich würde das empfehlen, aber ich würde genau überlegen, in welcher Abteilung wie lange. Und würde es eher streuen auf viele als irgendwo ganz lange. Persönlich wäre das meine Empfehlung. Also es ist so, dass wir ja eine Fakultät der 6 Fakultäten, jetzt mittlerweile 7 der Universität sind. Und das Medizinstudium findet ausschließlich am UKE statt. Das heißt, auch die naturwissenschaftlichen Grundlagenfächer werden seit Einführung des Modellstudiengangs bei uns am UKE unterrichtet. Das war vorher anders. Da hat man die Physik in der Physik gehabt, die Chemie in der Chemie. Aber obwohl das schon ganz gut war, sind wir davon ausgegangen, dass das unsere Dozenten noch etwas mit mehr Medizinbezug machen können. Und deswegen haben wir uns dann dafür eingesetzt, dass auch diese Teile der Ausbildung dann am UKE stattfinden. Aber die Arbeitsmedizin ist außerhalb, die Orthopädie ist außerhalb, also sie verlassen auch mal das UKE-Gelände, aber es ist nicht so, dass sie hier Lehrveranstaltungen an der Universität hätten. Also die Kollegin fragt, ob Studierende mit Migrationshintergrund einen Vorteil haben. Ich glaube, die haben den Vorteil, wenn sie hinter Ärztin sind, dass sie Dinge gelernt haben, die wir nicht lernen können, wenn wir sozusagen hier groß geworden sind. Das, glaube ich, wäre ein Vorteil, was grundsätzlich sozusagen die Persönlichkeitsentwicklung angeht. Für das Studium wissen wir, dass wenn sie nicht Muttersprachler Deutsch sind, sie eher erstmal einen Nachteil haben, weil die MCC-Fragen so speziell sind, dass man die manchmal nur mit auch einer sehr differenzierten Sprachwahrnehmung dann oder Sprachverständnis gut bearbeiten kann. Aber wir haben mittlerweile auch ein Mentoring-Programm, wo wir unterschiedliche Gruppen fördern und da auch Studierende mit Migrationshintergrund, die nicht Muttersprachler Deutsch sind. Weil die in der Regel mindestens genauso schlau sind, aber dann einfach andere Sprachprobleme haben. Und wir versuchen wollen, diese dann ein Stückchen weit zu nivellieren. Nein, also wir haben einen eigenen Test. Der Medizinertest wird ja bei vielen Universitäten mittlerweile anerkannt. Hamburg hat sich damals entschieden, da nicht mitzumachen. Das ist auch der Test, den ich damals noch gemacht habe, wo man geteilter Meinung sein kann, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und die Idee war bei dem Hamlet damals, dass wir Studierende ans UKE holen wollen, die wenig Schwierigkeiten mit dem Physikum hatten. Es gibt bestimmt noch andere Kriterien, wie man Studierende auswählen kann. Der Hamlet wird dem dann etwas gerechter, wo man sagt, also es sind eher noch Persönlichkeitsentwicklungen, die da eine Rolle spielen. Aber der Medizinertest, der sonst sozusagen buchbar ist und den man für andere Bewerbungen braucht, der gilt bei uns nicht. Also wenn Sie ein Abitur von 1,0 haben, dann brauchen Sie das wahrscheinlich nicht, ich sage es mal so, weil wir 20% über die reine Abiturnote auswählen und deswegen sind die erstmal drin und die, die dann nicht drin sind, die kommen zum Hamnat und das lässt sich üben, aber man muss es dann auch üben. Also sprich, man muss den Karren selber ziehen und wenn man das macht, kann man da relativ weit kommen. Also ich habe vor kurzem mal wieder so einen Test bearbeitet, als ich Aufsicht geführt habe. Ich war auch nicht mehr so fit wie zu Schulzeiten und war dann etwas frustriert, aber als ich dann nochmal zu Hause einiges nachgelesen habe, da war es dann schon so, dass auch die Erinnerung wieder kam. Das ist, glaube ich, eine Schulausbildung, eine Grundausbildung in der Schule und dann aber auch eine spezifische Vorbereitung für diesen Test. Nee, das wäre, glaube ich, ein bisschen müßig. Also meines Wissens hat Herr Hampe, das Professor Hampe, der das bei uns am UKE leitet, und da schauen Sie mal bitte auf der Homepage, ein Lernzielkatalog dort ins Netz gestellt und anhand des Kataloges sollten sich eigentlich die Inhalte erarbeiten können, sodass sie dann auch da eigentlich ganz gut versorgt sind. Also es geht nicht darum, dass wir Ihnen die Informationen, die Sie brauchen, um es zu lernen, vorenthalten wollen. Wir wollen einfach nur, dass sich diejenigen, die sich bei uns bewerben, da vorbereitet sind. Doch Sie können eigentlich immer wechseln. Also wir haben ja hier nach dem 5. Semester ein Physikumsäquivalent, was wir dann herausgeben. Das heißt, Sie wären dann mit jemandem, der im 4. Semester in einem Regelstudiengang studiert, wieder scheingleich oder wissensgleich, haben aber schon ein paar Dinge aus der Klinik gemacht. Das heißt also, wenn Sie wechseln, kann es sein, je nachdem, wie Sie dann bei der aufnehmenden Universität einsortiert werden, dass Sie dann gegebenenfalls etwas Zeit verlieren. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Aber ein Wechsel ist weiterhin möglich. Also die Kollegin fragte, ob man später auch im Ausland arbeiten kann, wenn man Hamburg studiert hat. Grundsätzlich haben wir einen europäischen Hochschulrahmen und in dem Rahmen können Sie überall arbeiten. Also in Europa ist es überhaupt kein Problem. Wenn Sie nach Amerika gehen wollen, müssten Sie noch ein paar Examen machen. Das betrifft auch dann Australien, Neuseeland. Aber das hängt sehr davon ab, wo Sie hinwollen. Aber das geht, klar.
Also wir sind sehr aktiv im Erasmus-Bereich. Also ich glaube, das lässt sich sehen, die Zahlen, die wir haben. Und das unterstützen wir auch sehr, dass wir den Studierenden behilflich sind, Auslandserfahrung zu sammeln im Rahmen des Studiums. Jetzt nicht im Rahmen von Formulaturen, das machen ganz viele. Also es gibt eigentlich kaum jemand, der bei uns studiert, der alle vier Formulaturen in Deutschland macht. Also die meisten gehen da zumindest mal ins deutschsprachige Ausland und auch ins englischsprachige Ausland. Aber es gibt auch viele Erasmus-Programme, wo dann Fremdsprachenkenntnisse dringend erforderlich sind. Oftmals dann Französisch, Spanisch, aber auch Portugiesisch, also das ist ein breites Feld. Aber wird von uns sehr gefördert und finden wir gut. Ja. Also das macht schon allein durch die Studienzahlen Sinn, auf die Überlegung zu kommen, dass da sozusagen die Gruppen kleiner sind. Das sind, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, 50 oder 60. Ja. Und bei uns sind es 370. Aber das ist so wie in Hamburg studieren oder in Göttingen studieren. Also wenn Sie in Göttingen studiert haben und Sie sind am Samstag auch irgendwie durch die Stadt gelaufen, haben Sie immer jemanden getroffen, den Sie kannten. Wenn Sie in Hamburg durch die Stadt laufen, kann das sein, muss aber nicht so sein. Also das sind so individuelle Entscheidungen. Für uns hat sich gezeigt, dass sich dann doch diese Gruppen wieder verkleinern, dass man nicht mit allen 370 Kontakt hat, sondern dass man erstmal so eine Gruppe entwickelt, die dann, ich sag mal, Seminargröße plus X hat und dass man mit denen auch einen großen Teil des Studiums durchläuft, bis sich dann später alles noch viel mehr mischt. Aber ich finde das jetzt nicht unbedingt von Nachteil. Aber ich könnte mir vorstellen, dass manche Betreuung oder dann Kontakte in Witten durch die geringe Studienbeginnerzahl dann etwas persönlicher sind, ja. Wo die Kollegin fragt, wann das mit dem Hamnat entstanden ist. Also ich kann es nicht genau sagen. 5 Jahre wird er bestimmt schon durchgeführt. Also schon viele Jahre. Man zählt dann immer die Jahre nicht mehr. Also ich würde immer dann beim Landesprüfungsamt in Hamburg einmal sicherstellen, dass das Krankenhaus auch dafür sozusagen, dass das eine Genehmigung hat. In der Regel hat das jedes Krankenhaus. Und die Anzahl der Tage, ob das dann Werktage sind, ob das Kalendertage sind, also besser, man macht dann einen Tag mehr als einen zu wenig. Aber wenn Sie es davor genehmigen lassen, genau einen Zeitpunkt von bis und dann bekommen Sie von den Kolleginnen dort ein Schreiben, ist alles in Ordnung, dann funktioniert es auch. Ja. Nee, wir nehmen 20% von den Abiturbesten. Das ist nochmal eine ganz wichtige Frage für diejenigen, die jetzt nicht sozusagen direkt über die Abiturnote oder den Hamnat, Hamint reinkommen, was Sinn macht zu machen, um diese Zeit zu überbrücken. Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige individuelle Frage. Also natürlich kann es Sinn machen, eine Ausbildung zu machen, es kann auch Sinn machen, Auslandserfahrung zu sammeln, es kann auch Sinn machen, im Ausland eine Ausbildung zu machen und Auslandserfahrung zu sammeln oder auch ein Studium im Ausland. Ich glaube, das hat viel mit den individuellen Interessen zu tun, auch etwas mit den vielleicht finanziellen Möglichkeiten. Da ist also eigentlich dem Ganzen keine Grenze gesetzt. Der Vorteil ist ja auch, dass wenn Sie eine Ausbildung haben, eine Weile gearbeitet haben, dass es dann elternunabhängiges BAföG gibt oder geben kann zurzeit noch. Also ich glaube, da muss man sich auch so ein bisschen informieren, welche Möglichkeiten es insgesamt gibt und was in den individuellen Lebensweg passt. Okay, meine letzte Frage, haben Sie Lust bekommen? Ja. Dann ran ans Abi. Toi, toi, toi.